So, und zwar machen wir uns jetzt eine super gute asiatische Chili-Soße oder Paste. Und dazu nehme ich erstmal meinen Mörser, der bei mir überhaupt nie in der Küche fehlen darf, und gebe dort rein natürlich meine Chilis klein geschnitten. Dann nehme ich klein geschnittenen Knoblauch. Ich nehme ja ganz gern diesen asiatischen, der ist nicht ganz so extrem. Dann nehme ich etwas Ingwer. Ingwer auch kann man entweder richtig reiben oder ganz, ganz super klein schneiden. Und dann etwas Koriander. Das Gericht ist natürlich nur etwas für Leute, die ja Koriander auch wirklich mögen. Hier nehme ich entweder nur die Stängel oder das Ganze, ein bisschen klein geschnitten, auch die Blätter dazu. Nehme ich auch noch rein. So, dann brauche ich ein bisschen süß und nachdem ich keinen Zucker verwenden möchte, nehme ich Agavendicksaft. Der hat einfach weniger starke Blutzuckerwirkung. Da kommt ein kleiner Spritzer rein und dann brauche ich natürlich salzig. Am besten man verwendet Fischsoße, aber man kann auch Sojasauce hernehmen. Kommt auch rein. Und jetzt hätte ich beinahe was total Wichtiges vergessen, nämlich die Säure. Sauer muss es auch sein. Und dazu kommt hier noch ordentlich Limettensaft rein. So. Und da darf ich jetzt meine Muskeln spielen lassen und einfach das Ganze im Mörser zerdrücken und zermahlen. Es dauert jetzt ein bisschen, das könnt ihr dann zu Hause machen. Super gut schmeckt es zum Beispiel über gegrillte Garnelen drüber, einfach drüber in einen asiatischen Salat oder einfach so als Marinade oder Soße auch zum Grillen. Und jetzt zeige ich euch noch, wie man die Chili am besten aufbewahrt.